Musik mit Schauspiel zu verbinden, ist die ideale Kombination, um Kinder in die Welt der klassischen Musik einzuführen. Und genau das geschah beim Kinderkonzert im Laxenburger Schlosstheater mit Till Eulenspiegel. Hallo Kinder, ich bin Till. Ich werde euch jetzt aus meinem Leben erzählen. Was erwartet die Kinder denn heute? Ein Till-Eulenspiegel-Kinderkonzert, das ist Richard Strauss, Till-Eulenspiegel, die symphonische Dichtung in einem Quintettarrangement von Franz Hasenöhrl. Und diese symphonische Dichtung ist in kleine Teile zerschnipselt und ein Theaterstück hineingeschrieben. Die Musiker sind gleichzeitig Schauspieler, Erzähler, Musiker. Gibt es da irgendwelche Schwierigkeiten, wenn man Schauspieler und Musiker in einem ist? Es ist am Anfang ein bisschen ungewohnt, aber es bringt auch viele Vorteile. Man hat irgendwie die Gelegenheit, die Musik plastisch gerade für Kinder rüberzubringen. Und natürlich gibt es manchmal gewisse Schwierigkeiten mit, wenn man abwechselnd herumhupft und spielt, muss man schauen, dass das noch trotzdem alles so einigermaßen musikalisch passt. Aber ich glaube, es gibt viele Vorteile auch. Wie wichtig ist es Ihnen denn, Kinder in Laxenburg kulturell zu fördern? Ja, für uns ist das eine Pflichtübung, sage ich einmal. Wir sind ja eine kulturell über viele Jahrhunderte vorbelastete Gemeinde und die musischen Künste sind für uns natürlich ein Standardprogramm über mehr als 250 Jahre hier, speziell im Schlosstheater, das ja unter Maria Theresia erbaut worden ist. Und daher ist es für uns ein Herzensanliegen, dass wir hier unsere Kinder und auch die Schülerinnen und Schüler aus den Nachbargemeinden immer wieder einladen, Kunst und Kultur schon in jungen Jahren zu erleben und damit eigentlich eine Abrundung des Erlebnisses, was Musik, was Theater bedeutet, zu erleben. Und der Rahmen hier eignet sich natürlich ganz hervorragend. Ist so ein Auftritt für Sie vor Kindern? Sehr direkt, also es ist jedes Mal anders. Man spürt irgendwie total, dass die Kinder in der Stadt zum Beispiel ganz anders sind als im Land. Das Alter spielt natürlich auch eine große Rolle. Wir haben dieses Programm schon für Kinder zwischen 5 und 16 gespielt. Also eine sehr große Spanne eigentlich. Hat für alle Gruppen gut funktioniert, aber die nehmen natürlich unterschiedliche Sachen mit und reagieren auch unterschiedlich drauf. Und vor allem reagieren sie sehr direkt. Also man merkt sofort, wenn die Spannung kurz abfällt, dann verliert man sie. Also dann muss man schauen, dass man ganz dran bleibt die ganze Zeit und auch reagiert, man muss dann oft spontan reagieren und merken, wie es den Kindern gerade geht und dann auch darauf eingehen.